Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Online. So, ich bin schon Level 40. Ich habe mich nochmal heimlich gelevelt in Offscreen und werde jetzt mal der Zenota ein Olmsteak bringen. Wo ist denn jetzt Zenota? Ist sie überhaupt hier drin? Hier ist Cid. Da! Bitteschön, ein Steak. Entschuldige, aber bitte lenk mich nicht ab. Ich muss mich auf die Behandlung konzentrieren und das fällt mir mit leerem Magen schon schwer genug. Deswegen habe ich dir hier ein Steak mitgebracht. Für mich? Wie aufmerksam von dir. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Das sollte man doch besser wissen. Das schmeckt köstlich und gibt mir neue Kraft für meine Arbeit. Vielen Dank. Dafür nehmen wir ein Raptorengulasch. Na, Cid? Cid will sich im Hospital nützlich machen und braucht dafür Material. Auf ein Wort, Skadi. Ich bin es leid, hier tatenlos herumzustehen und möchte mich irgendwie nützlich machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen neuen Destillierapparat für das Hospital zu konstruieren. Es ist schon seltsam, dass ich genau weiß, wie ein solcher Apparat aufgebaut ist und ich mich trotzdem kaum an meine Vergangenheit erinnere. Vielleicht hilft die praktische Arbeit ja meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Um den Destillierkolben fertigzustellen, brauche ich noch 6 Eishexagon-Essenzen. Kannst du sie mir bitte besorgen? Mit den Essenzen kann ich einen Kälteschutz konstruieren, der den Betrieb des Destillierkolbens selbst in dieser eisigen Umgebung ermöglicht. Das mag dir widersprüchlich erscheinen, doch ich werde dir beweisen, dass es funktioniert. Alles klar. Dir helfe ich doch immer gerne. In welche Richtung dürfen wir denn da? Am besten hier wieder runter und dann rechts raus. Ja, macht mal schön eure Liegestützen. So, da sind doch schon die ersten. Attacke! Okay. Zwei von 6? Habe ich hier welche übersehen? Da schwirrt einer rum, da oben auch. Die sind aber sehr verstreut hier. Nur 3. Hier oben ist doch der 4.
Hier gibt es echt nicht so viele. Ich hoffe, die hier vorne sind wieder gespawnt. Da sind zwei direkt. Perfekt. Na, gleich haben wir dich. Ein Seps. Okay. Wunderbar. Dann geht's für uns wieder zurück zu Sid. Und vielleicht kann er damit was anfangen mit den Eishexagonen. Toll, jetzt tauchen die ja auf, damit man sie nicht mehr braucht. Nein, 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 nein. Einmal hier hoch. Und hups, noch weiter hoch. Sid, ich bring dir hier ein paar Essenzen. Hast du die Essenzen, um die ich dich gebeten habe? Yep. Was für ein faszinierendes Gerät. Das soll ein Destillierapparat sein. Es sieht so seltsam aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Maschine funktionieren soll, aber das sieht sehr beeindruckend aus. Wenn dieser Apparat tatsächlich so effektiv ist, wie unser Gast behauptet, wird er unsere Arbeit stark vereinfachen. Denk nur an die Medikamente, die wir damit herstellen können, und an die Leben, die wir damit retten werden. Ja, wohl wahr. Hütet euch vor den Verlockungen dieser Fremden, denn sie sprechen mit gespaltener Zunge. Hey, nicht schon wieder Guillaume. Was ist dein Problem, ha? Sie wollen euch in Versuchung führen, um euer Vertrauen zu erschleichen. Doch bedenkt, dass sie sich gegen die Inquisition gestellt und einen mutmaßlichen Heretiker verteidigt haben. Wirklich? Hallo, ne, sehr Dank, Inquisitor, dass ihr gerade noch rechtzeitig erschienen seid, um uns zu warnen. Wir standen kurz davor, uns von diesen Ungläubigen einwickeln zu lassen. Oh Mann. Geh weg. Dich braucht hier keiner. Nur negative Gedanken will niemand. Warum ist er bloß so versessen darauf, uns Steine in den Weg zu legen? Was haben wir ihm getan? War es so schlimm, dass wir Ritter Franchel verteidigt haben? Ich fürchte, wir haben uns einen mächtigen Feind gemacht. Naja, vielleicht kriegen wir ja hier irgendwas Cooles. Ein Goldstück. Mist. Aha. Mhm. Aber nichts für uns. Nicht so richtig.
Sid ist besorgt über Inquisitor Guillem. Seit dem Vorfall mit dem Destillierapparat bin ich mir sicher, dass Inquisitor Guillem alles in seiner Macht stehen würde, um das Misstrauen der Ritter gegen uns zu schüren. Solange er uns im Weg steht, haben wir mit unserer Suche wenig Hoffnung und Erfolg. Wir sollten mehr über ihn in Erfahrung bringen. Hör dich doch einmal bei den Leuten hier um. Vielleicht findest du heraus, welche Pläne der feine Herr Inquisitor tatsächlich verfolgt. Beratschlage dich dann draußen im Hof mit Alfino. Er ist ein schlauer Bursche und hat sicher eine Idee, wie wir die Informationen über Guillem gegen ihn verwenden können. Er macht ja im Grunde auch dasselbe mit uns. Mit wem dürfen wir denn noch reden? Da schläft jemand? So, Lord. Inquisitor Guillem? Ja, natürlich kenne ich ihn. Allerdings habe ich ihn nur ganz kurz persönlich getroffen. Und zwar vor einigen Monaten bei seiner Ankunft an der Weißfelsfront. Meine Erinnerungen sind etwas schwammrig, aber ich weiß noch, dass in jener Nacht ein beißender Schneesturm tobte und ich zur Nachtwache eingeteilt war. Plötzlich bemerkte ich vor dem Osttor im schwachen Schein der Feuerschalen eine Gestalt. Ich ging hinaus, um nachzusehen, wer sich dort zu so später Stunde herumtreibt, und stieß auf den Inquisitor, der gerade angekommen war. Vor Überraschung muss ich unachtsam geworden sein, denn ich rutschte aus und verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, waren einige Tage verstrichen und ich lag hier in diesem Bett. Inquisitor Guillem hat mich ins Hospital getragen und mir dadurch das Leben gerettet. Hoffentlich kann ich mich bei ihm bedanken, sobald ich wieder auf den Beinen bin. Aber was hatte der Inquisitor da zu suchen? Noch jemand hier? Irgendwo hier unten vielleicht jemand? Der mir was sagen kann? Alboys! Jetzt schnippelst du also schon dem ehrenwerten Inquisitor Guillem hinterher. Was auch immer du vorhast, denk ja nicht, dass ich mich für deine zwielichtigen Pläne einspannen lasse. Von mir erfährst du nichts. Wir werden schon noch herausfinden, was es mit ihm auf sich hat. Patrick! Mal ein ganz normaler Name hier. Seit Inquisitor Guillem bei uns ist, hat er zahlreiche Heretiker enttarnt und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Waren das dann auch überhaupt echte Heretiker? Oder versucht er hier nur irgendwas zu verheimlichen? Er arbeitet Tag und Nacht für die gerechte Sache. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass solch ein rechtschaffender und gläubiger Mann seine schützende Hand über uns hält. Na, ich weiß nicht. Er kommt mir nicht sehr vertrauenswürdig rüber. Vielleicht weiß der Koch hier mehr. Die Heilige Inquisition untersteht direkt der päpstlichen Kurie. Damit besitzt sie eine unanfechtbare Autorität, obwohl sie nicht direkt zu den großen Ritterhäusern gehört. Mehr kann ich dir darüber nicht erzählen. Das ist nicht viel, aber etwas. Er verheimlicht auf jeden Fall was. Alfino. Ganz schön kalt, hm? Ich hätte mich wärmer anziehen sollen. Hier in Coertas ist es kälter, als ich erwartet hatte. Ich hatte gehofft, wir würden die Enterprise schneller finden, aber wir haben uns zu sehr in lokale Probleme verstricken lassen. Wir dürfen uns nicht länger von diesem intriganten Inquisitor aufhalten lassen. Er ist die letzte Hürde zwischen uns und unserem Ziel. Er ist zweifellos ein angesehener Mann, doch ich vermute stark, dass er eigene Pläne verfolgt. Warum sollte er uns sonst derart behindern wollen? Vielleicht können wir ihn irgendwie aus der Reserve locken. Das wäre schön. Aber das bringt mir hier alles nicht so viel. Sag, Alfino, wie wollen wir ihn aus der Reserve locken? Bärenlatschen? Alles schlechtere Sachen.
Alphenor möchte Informationen über Inquisitor Guilliam einholen. Der Bericht des verwundeten Ritters über die Ankunft des Inquisitors Guilliam hat mir zu denken gegeben. Was hatte der Inquisitor vor dem Osttor zu suchen? Er hätte von Westen kommen müssen. Und wenn wirklich ein Schneesturm tobte, wie der Ritter berichtet hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass der Inquisitor das Westtor passierte, nur um sich dann vor dem Osttor die Beine zu vertreten. Das finde ich doch sehr verdächtig. Seit unserer Ankunft habe ich niemanden durch das Osttor kommen oder gehen sehen. Sieh dich dort doch mal um und erkunde die nähere Umgebung. Vielleicht findest du Hinweise darauf, was in jener stürmischen Nacht passiert ist. Das ist dieses Tor hier, oder? Irgendwo hier rechts? Hier sehe ich erstmal nicht so viel. Ich darf hier garantiert runter, ne? Komm ich denn hier am einfachsten nach unten, ohne zu sterben? Aha, da muss ich sogar tatsächlich hin. Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich dann? Gekonnt! Da müssen wir hin. Oh, da liegt ein Drache! Da liegt ja ein Drache! Was macht denn dieser tote Drache hier? Oh! Kleine Lichter. Auf mich hier anzugreifen. Merkwürdig, was der Drache hier macht. Schneehügel? Oh, der richtige Inquisitor. Was ist denn da mit dem Falschen? Wer ist denn der Falsche, bitte? Eieiei. Das kann ja nichts Gutes heißen. So, wie komme ich hier wieder hoch? Da hinten hoch. Da tut jemand so, als wäre er der richtige Inquisitor. Das lassen wir nicht so auf ihn sitzen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Inspektor Skadi ist unterwegs. Dauert nur ein bisschen, bis wir hier hochkommen. Hast du nichts gesehen, Firminant? Ich glaube, ich komme hier gar nicht weiter, ne? Oh, doch, hier. Alphenor, ich habe da was gefunden, das wirst du mir nicht glauben. Du hast etwas gefunden, das sehe ich dir förmlich an. Na los, spann mich nicht so auf die Folter. Schau hier. Die päpstliche Ernennungsurkunde eines Inquisitors. Vermutlich hast du gerade die Bekanntschaft des echten Guilliams gemacht. Wahrscheinlich wurde er bei seiner Ankunft direkt von der Burgmauer ermordet. Unser Guilliam hat dann seine Identität angenommen. Da er hier neu war und die Ritter nicht gewohnt sind, Inquisitoren in Frage zu stellen, dürfte seine Maskerade nicht allzu schwierig gewesen sein.
Doch mit dieser Urkunde halten wir einen handfesten Beweis für seinen Betrug in den Händen. Jetzt müssen wir nur noch seine wahre Identität aufdecken und seine Beweggründe herausfinden. Wir müssen schnell handeln, Skadi, und ihn überführen, bevor er merkt, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Das werden wir. Bessere Rüstung? Ja, ein Wollturban. Der ist immerhin besser als das, was wir jetzt tragen. Alfino ist fest entschlossen, den Betrüger, der sich als Inquisitor Guillem ausgibt, zu entlarven. Wir wissen nun mit Sicherheit, dass Guillem ein Betrüger ist, doch ich fürchte, die Urkunde allein wird nicht reichen, Baron Drillmond von der Wahrheit zu überzeugen. Schließlich ist er uns gegenüber ziemlich misstrauisch eingestellt, woran nicht einmal die Empfehlungsschreiben von zwei Ritterhäusern etwas ändern konnten. Wir brauchen weitere Beweise oder noch besser einen Zeugen. Wenn einer von Drillmonds Rittern unsere Anklage untermauern würde, hätten wir sicher bessere Chancen. Was hältst du davon, dem verwundeten Ritter Jolord die Ernennungsurkunde zu zeigen und von unserer Vermutung zu erzählen? Vielleicht erinnert er sich dann genauer, was in der Nacht seines Unfalls passiert ist? Es kann natürlich sein, dass er dir nicht glaubt, aber ein Versuch ist es wert. Wir müssen alles tun, um die Enterprise zurückzubekommen. Zu viel hängt davon ab. Okay, dann geben wir ihm mal Bescheid, wer sich wirklich hinter Guillemot fischt. Oh, wie komme ich zu dem Vergnügen deines erneuten Besuchs? Schau her. Das ist nicht gut. Inquisitor Guillem, ein Betrüger? Mach dich nicht lächerlich, das ist völlig abwegig. Er ist ein Wächter des Glaubens und ein ergebener Diener der Kurie. Du musst dich einfach irren. Wenn du dir so sicher bist und mir nicht glaubst, dann sprich doch mit Ritterin Prunilla über deine Hirngespinste. Sie hielt in der Nacht meines Unfalls zusammen mit mir Wache. Okay. Ich hoffe mal, dass sie uns jetzt glauben wird. Wir denken uns das ja nicht einfach so aus. Du, was willst du von mir? Ich habe dir nichts zu sagen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Warum wedelst du mir mit diesem blutigen Papier vor der Nase herum? Damit habe ich nichts zu tun. Also weißt du davon? Okay, ein Emote. Wir dürfen sie jetzt beschuldigen. Schuld. Da. Du weißt alles, nicht wahr? Es musste ja irgendwann ans Licht kommen. Ich stand dicht hinter Jolord, als er verunglückte. Er ist keineswegs gestolpert, sondern wurde von einem Drachen zu Boden geschleudert. Ich zog mein Schwert und stürzte aus dem Tor, um ihn zu verteidigen. Da drang eine flüsternde Stimme aus der Dunkelheit an mein Ohr. Sie war ganz sanft, doch sie verletzte mich schwer, als es jede Drachenklaue vermocht hätte. Er wusste alles über mich, über meine Freunde und über meine Familie. Er kannte meine intimsten Geheimnisse, die ich niemandem anvertraut hatte. Er versprach mir, mich und Julian zu verschonen, solange ich Schweigen bewahre. Andernfalls würde er uns beide und alle, die mir lieb und teuer sind, auf grausame Weise töten. Ich sah keinen anderen Ausweg, als auf seine Forderung einzugehen, und da trat ein Mann aus dem Schatten, der wie ein Inquisitor gekleidet war. Doch unmöglich einer sein konnte. Gemeinsam trugen wir Jolord zum Hospital, woraufhin Inquisitor Julien als Lebensretter gefeiert wurde. Bald darauf begann der Wolf im Schafpelz damit, unschuldige Leute der Häresie anzuklagen und hinzurichten. Das dachte ich mir. Als vorgebliche Beweise dienten jeweils Drachenaugen-Rosarien, die zufällig in ihrem Besitz gefunden wurden. Ich wollte Baron Drillmond alles berichten, doch aus Angst um meine Familie und Freunde traute ich mich nicht. So blieb ich tatenlos, bis Ritter Frenchel angeklagt wurde. Da hielt ich es einfach nicht mehr aus. Ich hatte den falschen Inquisitor zu einem Versteck südöstlich von hier verfolgt, wo er die Drachenaugen-Rosarien in einer Kiste aufbewahrt.
Davon stahl ich einige und versteckte sie in Paketen, die an die Himmelswehr adressiert waren. Wie gehofft, wurden sie gefunden und erweckten Zweifel. An der Anklage gegen Franchel und auch an den übrigen Heretikerprozessen. Das ist die ganze Wahrheit. Hallone, vergib mir, dass ich nicht früher gehandelt habe. So, so, so. So sieht's also aus. Wir kommen jetzt hier raus, hier rechts. Suchen wir mal nach der Kiste, die hier nicht ist, aber hier kommen wir durch. Hier oben. Da werden die sein. Schneehügel. Verdächtige Holzkiste. Gut, und damit geht's jetzt wieder zurück zu Drillmond. Hoffentlich glaubt er uns jetzt. Wieder ein paar Treppen steigen. So, Drillmond, jetzt schau doch mal bitte hier. Stur bist du ja, das muss man dir zugestehen. Doch auch ich bin kein Fähnchen im Wind, sondern ein Mann mit Prinzipien. Du verschwendest bei mir nur deine Zeit. Das sehe ich nicht so. Warum trägst du ein Drachenaugen-Rosarium bei dir und woher hast du diese Ernennungsurkunde? Warum ist sie blutverschmiert? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung für all das hast. Sonst muss ich dich der Inquisition übergeben. Der Inquisitor soll selbst ein Heretiker sein? Das ist doch unglaublich. Aber die Beweise und Zeugenaussagen sind erdrückend und lassen keinen anderen Schluss zu. Skadi, ich habe dich und deine Freunde wohl falsch eingeschätzt. Dafür bitte ich aufrichtig um Verzeihung. Selbstverständlich werde ich euch Zugang zur steinernen Wacht gewähren. Doch zuvor bitte ich dich um deine Unterstützung. Hilf mir und meinen Rittern, den dreisten Betrüger zu stellen und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Aber selbstverständlich. Dafür nehmen wir erstmal diesen schönen Wollturban. Hier. Baron Drillmond will mit deiner Hilfe Inquisitor Guillem zur Rechenschaft ziehen. Dieser gottverdammte Heretiker hat uns alle hinters Licht geführt und lauter Unschuldige ermordet. In die tiefsten Abgründe der sieben Höllen soll er fahren. Soeben wurde mir berichtet, dass er bei Schneekleid einen weiteren Schauprozess veranstaltet, um noch ein Opfer zu fordern. Wenn wir uns beeilen, können wir das hoffentlich verhindern. Kann ich auf dich zählen, Skadi, und hilf mir, dem dämonischen Treiben des falschen Inquisitors ein Ende zu bereiten. Aber selbstverständlich. Wo? Dort. Und dann nähern wir uns auch schon einem Dungeon. Nehmen wir mal das Schokobo. Es geht ein bisschen schneller. Oh, falsch rum. Auch falsch rum, aber naja. Laufen wir eben einen kleinen Kreis. Ist ja auch mal schön. Ich glaube, in die Richtung sind wir auch noch nicht so wirklich gelaufen, ne? Dahin, aber...
Dann wollen wir mal hier lang. Hier sind ja auch noch ein paar Eishexagone. Ein Lager. Oh. Hier ist aber ganz schön viel Eis. Da hinten. Nein, du siehst mich nicht. Oh, war ja klar. Na, war ja auch klar. Moment. Kommt jetzt beide zu mir. Guck mal, wie die lächeln. Ob ich das überlebe. Ziemlich stark. Na los, ich überlebe das, ich überlebe das, ich schaff das. Wird eng, aber durchaus schaffbar. Los. Greif an. Knapp. Aber geschafft. Okay, wo als erstes hin? Hier rein? Moment, ich muss mir eben kurz warten, bis sich das hier aufgeladen hat. Huiuiui. Aha. Dann wollen wir mal kämpfen. Du hast nichts zu befürchten, mein Kind. Wenn du frei von Sünde bist, so wird dich Alone in ihren heiligen Hallen empfangen und dir wird ewige Glückseligkeit zuteil werden. Warum tut ihr mir das an, Inquisitor? Ich habe niemals die Lehren Halones in Frage gestellt oder gegen sie verstoßen. Es reicht, Guillem. Lass das Mädchen gehen. Baron Drillmont, was bereitet mir die Ehre? Wollt ihr miterleben, wie Halone über diese Heretikerin richtet? Du hast bereits genug Unschuldige in den Tod getrieben, Heretiker. Diese Abenteurerin hat dein falsches Spiel durchschaut. Dein gottloses Treiben hat nun ein Ende. Du hast Hochverrat an Ishgard begangen und unseren Erzfeind, den Drachen, in die Hände gespielt. Deine Sünden können niemals verziehen werden. Guck doch nicht so. Ach, mach dich nicht lächerlich, Drillmont. Ich schulde Ishgard keine Treue. Mein Gewissen ist absolut rein. Ihr Ritter seid die Sünder, ihr habt eure Hände im Blut Unschuldiger getränkt, nur weil sie es gewagt haben, euren heiligen Krieg in Frage zu stellen. Durch euren blinden Glauben und euer Festhalten an überkommenen Traditionen stürzt ihr das Volk ins Unglück. Wenn ihr Vergeltung sucht, dann kommt ruhig, ich habe keine Angst vor euch. Mal sehen, wie euer Stahl gegen Drachenklauen besteht. Tja, los geht's. Oder kommen die ersten Drachen?
Eine Dürrin der Ritter ist leider gerade gestorben. Oh, wo ist der? Ah, was? Okay. War ja klar. Kommen noch mehr Drachen. Oh Mann. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Unterstützung. Lass meinen Heiler in Ruhe. Oh, noch mehr. So viel Leben hat er ja zum Glück nicht mehr. Oh nein! Nein, Drillmond! Oh nein! Mist! Ah, schade. Ach, Mann. Ich mache hier einen Cut. Ich mache hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich den dann wirklich auch besiege. Das ist doch blöd. Das war so kurz vor knapp. Wieso stirbst du mir denn weg, hä? Na, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!